alle heute wieder von Nala. Balu ist ja noch im Urlaub und wir sind hier gerade unterwegs. Ich wollte eigentlich wohin fahren und habe mich ein bisschen verfahren und habe aber jetzt einen Weg entdeckt, wo ich erstmal mit Nala etwas laufe und schaue, sie ist ganz neugierig, weil hier so viel zu entdecken gibt. Und unter anderem habe ich hier entdeckt, dass ich hier an einem Feld mit Getreide stehe. Könnt ihr sehen, wie viel Getreide hier wächst und wie reif das schon ist, und bald wird das ja auch abgeerntet werden. Und wenn ich diese Fülle hier so sehe und im Sonnenschein und so, und hier gegenüber kann man jetzt nur grün sehen, aber dahinter ist ein kleiner Bach, also ist hier auch eine gute Wasserversorgung und da ist auch noch Wasser drin in all der Trockenheit. Das erinnert mich daran an das Gebet, was alle Christen in aller Welt aus allen Konfessionen auch beten, nämlich das Vaterunser, wo wir auch beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Und Getreide ist ja die Grundlage für unser Brot. Und oft im Westen hier vergessen wir, wie abhängig wir auch davon sind, dass in der Natur überhaupt dann auch Getreide wachsen kann. Und es Menschen gibt, die das anbauen und ernten und verarbeiten, und die Bäcker früh morgens um 2 aufstehen, und damit wir dann Brötchen und Brot haben. Und so möchte ich uns daran erinnern, dass diese Bitte um das tägliche Brot, was ja noch viel mehr beinhaltet, dass Gott uns versorgt in unserem Leben, dass wir nicht vergessen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir so gut versorgt sind, auch mit Lebensmitteln, und dass viele Menschen dazu beitragen, dass es uns gut geht. Und so möchte ich uns einladen, heute einfach auch mal Dankeschön zu sagen, auch Gott Dankeschön zu sagen für all das, was wir haben, und auch für das, was so normal erscheint, wie einfach tägliches Brot. In dem Sinne, ganz liebe Grüße von Nala, die uns nicht so interessiert am Getreide, sondern eher mehr an dem, was hier alles so zu erschnüffeln ist. Und ganz viel Segen für den Tag. Und genießt das Brot einfach in der Dankbarkeit. Alles nicht selbstverständlich. Alles Liebe euch. Tschüss.